64.000 Euro sammeln die VIPs bei der Remus Charity Night von Luxusmakler Marcel Remus auf Mallorca. Der Erlös geht an die Betroffenen der Flutkatastrophe im vergangenen Juli. Einer Promi-Dame gehen die folgenschweren Überschwemmungen besonders nahe. Natascha Ochsenknecht ist ein echtes Kind des Rheinlandes und ist nicht weit vom Katastrophengebiet aufgewachsen, wie sie uns im emotionalen bunte.de-Interview erzählt. Also es gibt ja jetzt mittlerweile Katastrophen, wo ja keiner mitrechnet, dass die in diesen Ländern passieren. Ne? Also da verschiebt sich irgendwie alles. Und dadurch, dass es eigentlich um die Ecke von uns ist, berührt uns das natürlich auch mehr. Wenn so ein Tsunami ist, ist es immer weit weg, dann denkt man immer, oh mein Gott, wie traurig und so. Jetzt ist aber eigentlich sowas Ähnliches in Deutschland passiert. Oh, ich krieg da immer noch Gänsehaut, ne? Guck mal. Und das hat mich sehr berührt. Ich bin ja auch in Düsseldorf geboren, ich habe viele Freunde in der Ecke. Und es ist einfach, man kann sich das einfach gar nicht so wirklich vorstellen. Ne? Natascha plagen noch weitere Sorgen. Eine davon betrifft ihre eigene Gesundheit. Denn die 57-Jährige leidet nach ihrer Corona-Erkrankung im Herbst 2020 unter Long-Covid. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der TV-Star aufgrund einer Gerinnungsstörung zunächst nicht impfen lassen kann. Ich bin Schlaganfall und Thrombose gefährdet. Ich habe Faktor 5. Und das ist natürlich dann, gerade wenn du im Long-Covid bist, überlegst du dir das natürlich zehnfach. Und deshalb sagen ja auch die Ärzte abwarten, ne? Weil ich immer noch einen Verlauf habe, der nicht durch ist. Und ich dann auch tatsächlich auch noch Angst habe, dass mich das zurückwerfen würde. Ne? Und wer garantiert mir, dass das alles gut geht bei mir jetzt gerade? Ich rede jetzt nur von mir mit der Impfung. Deshalb sagt man auch noch, nee, ich soll noch mal mit allem abwarten. Natascha zählt zu den Genesenen in Deutschland. Doch genesen fühlt sich die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht auch über ein halbes Jahr nach ihrer Infektion nicht. Also ist alles besser geworden, aber natürlich habe ich noch diese Wortfindungsschwierigkeiten ab und zu. Oder ich erinnere mich nicht und Geruch und Geschmackssinn ist auch noch nicht da. Also ich bin heute gut die Treppen hochgekommen, aber jetzt kann es auch morgen sein, dass ich wieder Schnappatmung habe. Es schwankt. Aber ich fühle mich auf jeden Fall schon viel, viel besser. Wir hoffen natürlich, dass es Natascha so schnell wie möglich besser gehen wird. Für alle, die das Gleiche durchmachen, findet die Blondine tröstende Worte. Nicht aufgeben, Leute, ne? Nicht aufgeben. Es kann nur besser werden.